Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Eye of the Beholder, Teil 1. Wir können hier runtergehen oder hier den Schalter drücken. Ich würde sagen, wir schauen erstmal, was hier unten ist. Gehe runter. Sind eine Etage tiefer gegangen. Oh, ein Heilungstrank. Sehr schön. Stärkungsheilungstrank und ein grüner Trank. Grün war bestimmt gegen Vergiftungen. Bin mir da aber jetzt nicht sicher. Aber ansonsten ist hier nichts, so wie es aussieht. Außer dass ich bei den Löchern hier runtergefallen wäre. Dann gehen wir mal wieder nach oben. Haben das Loch weggemacht. Jetzt sehen wir da hinten eine Druckplatte. Das kommt öfters in dem Spiel vor. Oder überhaupt in so Dungeon Crawler, dass man so Gegenstände werfen muss. Schauen wir erstmal hier weiter. Ich lasse das mal da drauf, weil ich nicht genau weiß, was passiert, wenn ich die wegnehme. Also hier haben wir einen Schalter. Hier ist wieder eine weitere Druckplatte. Ah, da habe ich hinter mich so ein Teil gemacht. Rondra steigt eine Erfahrungsstufe auf. Wahnsinn. Und ein Silberschlüssel. Ja, das ist natürlich richtig cool. Die können wir immer gut gebrauchen. Und es hat sich irgendwas anderes noch bewegt gerade. Drücken wir mal den Schalter hier. Aha, da ist da eins hingekommen und hier weggegangen. Ah, aber es gibt nur eine Ration. Wo wir jetzt schon viel zu viel haben. Aber die haben ja alle noch nicht so einen riesen Hunger. Wir sind ja recht schnell vorangekommen. Keine Geheimgänge. So denn. Müssen wir wohl da runter, wie es aussieht. Ei, da haben wir aber gut was verloren durch. Hat sich unten was getan. Sieht nicht danach aus. Gehen wir wieder hoch. Jetzt haben wir eigentlich alle geöffnet, oder? Ich habe irgendwas übersehen. Da war der Geheimgang. Da lag das in der Nische. Vielleicht dadurch jetzt was geändert. Sieht nicht danach aus. Aber wozu brauchte ich den vierten Schlüssel dann? Geht vorsichtig. Ja, das haben wir getan. Wir haben alle Schlösser geöffnet. Haben schon reingesetzt.
Wo geht's lang? Das ist immer so ein Problem bei den alten Spielen. Sucherei. Da war ich aber überall gewesen. Muss ich wieder nach oben? Weiß nicht. Könnten uns eigentlich mal wieder erstmal die Schriftrollen, die wir gefunden haben, Rüstungszauber und dann Zauber lernen. Magiegeschoss 2 immer noch, das bleibt gleich. Zauber beten. Und da machen wir einen weiteren Segen. Ah, Wunden heilen braucht man eigentlich gar nicht momentan. Dann löschen wir mal. Segen. Dreimal Segen. Stärkung brauchen wir auch nicht. Ich glaube, damit kriegt sie nur ein Flammenschwert. Das bringt mir eigentlich gar nichts. Ausruhen. Alle ausgeruht, sehr gut. Schauen wir mal hier ein paar Segenszauber. Flammenklinge gucken wir uns gleich mal an. Ich glaube, das ist nur so ein Flammenschwert. Ui, was haben wir denn hier? Ein Steindolch. Den muss ich so wahrscheinlich irgendwo reinstecken. Oder das ist genau der einzige Dolch, der überhaupt in diese Schlitzerei muss und ich muss alle nochmal abklappern. Das wäre aber blöd, weil ich dann mehrere Dolche verschwendet hätte. Fragen über Fragen. Wo ich erstmal keine Antworten zu kriegen werde. Okay, jetzt haben wir hier zwei Wege. Schauen wir mal, was haben wir denn hier? Niemand schafft es, die Tür aufzubrechen. Haben wir. Ah, hier. Das war eine komische Rune. Das klappt schon mal nicht. Aha. Aber mit dem normalen ging es. Extra Heilungstrank. Zack, den nimmst du mal. Müssen wir jetzt hier drauf was liegen lassen. Das ist ein Teleporter, würde ich sagen. Da gehen wir erstmal noch nicht hin. Schauen wir erstmal, was wir hier noch so finden. Eingangsebene. Ah, das ist ein Teleporter. Sehr wahrscheinlich. Ich bin immer noch an derselben Stelle. Da war der Teleporter.
was. Halt, Waffenwechsel. Hat doch gut geklappt. Ich sollte mir ein paar deutsche Stippitzen vom Raistlin. Dass ich nicht hier eingezwängt werde von denen. Boah, das war hier ein Labyrinth wieder mal. Aha. Feinkontakt. Sack unter den Rücken. Galadriel benutzt Magie, um Untote zu vertreiben. Keine Chance gegen meine mächtige Magierin, Klerikerin. Flieht, ihr Narren! Tja, ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt bin. Das waren etwas viele Gänge. Aha, ein Schlüssel und ich habe einen Schlüssel. Das ist doch schon mal gut. Der passt nicht. Das da? Dieses Schloss erfordert einen Schlüssel. Und zwar nicht den Silberschlüssel, den ich habe. Niemand schafft es, das Schloss aufzubrechen. Hier ist ein weiterer Teleporter. Interesting. Jede Menge von diesen Teleportern. Ah, Mistkerl. Ah, komm, jetzt geht's in den Nahkampf. Komm her. Flucht. Aua. So, Mistkerl. Sogar den Zauber vorbeigeschossen. Was eine Verschwendung. Hat sich dieser Skelettkrieger einfach hinteleportiert. Aber ich würde sagen, bevor wir da reingehen, machen wir hier mal wieder einen Break. Camp. Spieloption. Spiel speichern. Wollen Sie wirklich das Spiel speichern? Oh ja, das wollen wir. Gespeichert. Wonderful. Bis demnächst. Euer Chojin.